Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder World of Tanks, heute ist Wochenende und deswegen, ich habe gerade schon gespielt für Samstag, jetzt spiele ich für Sonntag. Der hat keine Sterne mehr, mal 5 fehlt hier. Ich kann hier den Stuart noch spielen, den leichten, den mittleren und dann geht es bei dem 5ern schon direkt weiter. Hat mir gerade aus Versehen den gekauft, den wollte ich eigentlich noch gar nicht kaufen. Also ich wollte mir den schon kaufen, aber eigentlich jetzt noch nicht, weil ich wollte erstmal den hier komplett ausbauen und da hätte ich den noch für kaufen müssen. Ach, das wird vielleicht beim nächsten Mal dann sein. Schauen wir mal. Aber jetzt werde ich erstmal den leichten spielen, dann den mittleren und dann den Hunter. Viel Spaß. Und die erste Runde geht auch schon los mit dem Steward, mit dem chinesischen Steward. Warum heißt der Chinese eigentlich Steward? Oder war es ein Russe? Nee. Ist so weird? Ich weiß gar nicht. Chinese, ne? Auf jeden Fall irgendeine rote Flagge war das. Los geht's! So, ich probiere erstmal zu scouten. Da fahre ich mal am Rand erstmal lang. Obwohl das auch nicht immer gut ist, haben wir ja gestern gesehen. Vielleicht sollte ich mal so immer so vor die Panzer am Rand entlang fahren, um die alle aufzudecken. Also ich bin ein schlechter Scouter wirklich. Sollte ich immer so scouten ein bisschen, damit die auf mich schießen und ich einfach schnell vorbeifahre. Auf jeden Fall mit denen hier stehen zu bleiben ist eine doofe Idee. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So ein bisschen durcheinander hier. Ein bisschen Verwirrung reingebracht. Oh, da ist eine Wand. Scheiße. Stehen geblieben. Ganz so schlechte Idee. Der ging glatt durch. Ah! Der da hinten, der mittlere hat mich erwischt. Ich habe die erstmal so ein bisschen abgelenkt, damit sie nicht auf die anderen schießen, sondern eher auf mich. Also ich habe bis am Anfang gespielt. Das ist glaube ich die bessere Methode. Haben ja auch viele daneben geschossen. Ich wurde ja nicht immer getroffen. Leopard. Sieg! Ich war nicht sehr weit um gewesen, aber ich habe halt gescoutet. Leichter Panzer. Schau, ach, schon wieder weggedrückt. Ja, das gleiche mit mir. Immer aufs X drücken, damit es schneller geht. Gut, dann will ich jetzt gleich mit den deutschen Panzer spielen. Viel Spaß. Ja, das ging jetzt aber ganz schnell. War da und dann sofort hier rein. So, mittlerer Panzer. Ich probiere ein bisschen nach vorne zu fahren und da eine Linie zu halten. Legen wir los. Bei dieser Runde fahre ich immer gerne da vorne hin und dann nach da oben rechts.
Folge, fahr einmal rüber. Letzte. Jawoll, ja! Erster Platz muss erster sein. Ich war so gut gerade. Ich war so in dem Flow. Und welchen Platz habe ich? Dritter. Naja. Ich war aber schlecht. Ich bin ja noch nicht mal der Dritte. 1, 1, 2, 3. Ich habe 3 Abschüsse gemacht. Hey, warum bin ich nur auf dem Vierten? Die haben mehr Schaden gemacht. Ich schaue ja auch immer nach Schaden daher. Alles gut. Also die nächste Runde. Mit den Hunter war das. Italiener. Viel Spaß. Vergesst den Start zu drücken. Jetzt habe ich geträumt. So warm. So, mit den Hunter probiere ich möglichst weit hinten zu stehen, weil er hat eine schwache Panzer und wieder leichte Panzer auch. Ist nicht ganz so schnell wie der leichte Panzer, aber der hat gute Durchschlagskraft. Visiert? Vom B? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Schauen wir mal. Gut, dass man so ein bisschen flach ist. Getroffen. Jawohl. Nur ein Schuss. Er oder ich? Wieder ein Abschuss für uns. Noch 2 Stück da. Dann jetzt nur noch hinfahren, schauen, wer ihn kriegt, aber einer kriegt ihn. Sieg! Schön, Erfolg! Reaper. Ja, nicht ganz so viel Schaden gemacht. Nicht unter die besten 3. Thank you.
aus meinem Team der Drittbeste. Insgesamt auch der Drittbeste. Achso, ich bin noch Platz Nummer 3. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.